We didn't start the fire, it was always burning and the world is turning. Ja, wer da immer zündelt in dem israelisch-palästinensischen Konflikt in dieser Reihenfolge, das macht inzwischen nichts mehr aus. 61 Jahre bin ich alt, ich hätte beinahe 21 gesagt, so fühle ich mich manchmal. Aber dieser Konflikt, der ist unendlich. Der ist nicht mal, ja doch, der ist eigentlich nur noch durch Mediation lösbar. Dazu ist Joe Biden allerdings nicht in der Lage, denn er weiß nicht mal, ob er sich die Hosen vorne oder hinten zuknüpfen soll. Alles, woran er denkt, ist Chocolate Chip Ice Cream. Mit dem Präsidenten kann da leider Gottes nichts gelingen. Es gab mal Zeitfenster, wo das Ganze gut hätte ausgehen können. Die wurden durch Yasser Arafat verpasst. Es gab auch ägyptische Präsidenten wie Anwar el-Sadat, der wurde dann mal abgeknipst. Es ist nicht im Interesse der arabischen Welt, dass da mal Ruhe eintritt, oder vielleicht auch nicht im Interesse anderer Leute. Aber das wäre dann eine Verschwörungstheorie und die wollen wir natürlich nicht aufmachen. Es gab auch israelische Ministerpräsidenten, die dann mal Attentaten zum Opfer fielen und auch die waren ja eher auf Frieden getrimmt. Ja, die Hardliner setzen sich leider Gottes immer überall durch. Aber nicht nur in Israel, nicht nur in Palästina. Nein, sie setzen sich auch durch in Deutschland. Die sind dann eine Ampelregierung und die stehen treu und fest hinter Israel. Das kostet nichts, diese Bekundungen. Herr Scholz bekundet da Treue fest zur israelischen Bevölkerung. Ist ja auch nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite, der wahre Verteidigungsfall wird für ihn ja nicht eintreten. Genau das gleiche Ursula von der Lüge, ja, da wird dann die israelische Flagge gehisst, auch das ist kostenlos und mühefrei und damit geht es dann immer fröhlich weiter. Wer gewinnt auf jeden Fall bei diesem ganzen Ding, ist nicht das palästinensische Volk, das es verdienen würde. Es ist nicht schön, wenn man seine Heimat verliert. Das wissen viele Vertriebene aus dem Osten. Und es sind auch nicht die Israelis, die Leidtragenden, echt Leidtragenden des Zweiten Weltkriegs und aller damit verbundenen Untaten, die begangen wurden. Wer gewinnt, ist immer der amerikanische militärisch-industrielle Komplex. Das möge man nie vergessen.